Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus Rust, aus dem Europapark. Sie werden sich fragen, was tut er hier im Europapark? Fährt er Achterbahn? Geht er in die Geisterbahn oder sowas? Nein, hier im Rust im Europapark findet zum zweiten Mal der Deutsche Hotelkongress inklusive die Gala Hotelier des Jahres 2023 statt. Neben mir ein ganz spezieller Gast, er ist eigentlich der Gastgeber, wenn man so sagen kann. Es ist Rolf Westermann, Mitglied der Chefredaktion, ist das richtig, von der AHGZ, das ist die führende deutsche Fachzeitschrift oder das führende deutsche Fachmedium für Hospitality, Hotellerie und Gastronomie. Herzlich willkommen, Rolf. Ja, danke. Wir sprechen ein bisschen über die letzten zwei Tage, weil heute Nachmittag geht dieser Kongress zu Ende. Wenn du so etwas wie eine Bilanz, ein Fazit von diesem Hotelkongress 2023 ziehen müsstest, wie würde das ungefähr tönen? Also es war keine Achterbahnfahrt, sondern es war ein Höhenflug, den wir hier erlebt haben. Wir haben einen sehr schönen Kongress gehabt. Gestern hat er gestartet mit etwa 600 Teilnehmern und ganz tollen Speakern. Wir hatten zwei internationale hochkarätige Speaker dabei, den Präsident EMEA von Marriott International, Satya Anand, und den Co-CEO von Ennismore, Gaurav Bhushan. Das sind schon hochkarätige Speaker, waren wir sehr froh, dass die hier waren. Und die Abendveranstaltung mit 1000 Gästen, heute jedes Jahrespreisverleihung und Special Award, das war schon ein emotionaler Höhepunkt. Viele Schweizerinnen und Schweizer, die da jetzt zuschauen, wissen nicht, wer Hotelier des Jahres wurde hier in Deutschland. Wer war das? Kannst du da kurz zwei, drei Sätze sagen? Ja, also wir haben zwei Preisträger ausgezeichnet. Und der Preisträger heute jedes Jahres ist Corbin Jan Kohler vom Tegernsee. Er ist ein Quereinsteiger in die Branche. Er ist kein Hotelier durch Geburt sozusagen. Er war früher in der Papierbranche, hat eine Papierfabrik zusammen mit seinem Bruder geleitet, hat Immobilien dann entwickelt und ist über diese Immobilienschiene zur Hotellerie gekommen und ist seit 2010 engagiert in der Hotellerie. Und er hat am Tegernsee wirklich einen fantastischen Bachmeier-Kosmos aufgebaut. Corbin Jan Kohler vom Spa und Ressort Bachmeier-Weissach. Ganz unterschiedliche Fixpunkte in seinem Kosmos, also nicht ein Konzept entwickelt und dann vervielfältigt, sondern ganz unterschiedliche Konzepte. Er hat fernöstliche Restaurants, dann hat er natürlich bayerische, dann hat er Levante-Küche in verschiedenen Kategorien der Hotellerie, 5-Sterne-Hotellerie, Berghotel für Wanderer, dann für junge Leute, Fire-Locations. Und das hat uns überzeugt als Jury, dass wir sagen, so ein kreativer Kopf, den möchten wir gerne auszeichnen. Der zweite Mann war Michael Struck, der hat einen Special Award erhalten. Der Michael Struck ist der Gründer von Ruby Hotels, hat eine neue Idee entwickelt unter dem Motto Lean Luxury, nennt sich das. Wenn du dazu vielleicht noch zwei Sätze sagen kannst. Ja, genau, Lean Luxury. Er ist auch vor gut 10 Jahren gestartet mit seinem eigenen Unternehmen. Er hat einen wahnsinnig international geprägten Lebenslauf. Ich habe es gestern auf der Bühne gesagt, er ist in Boston geboren und dann sind seine Eltern nach Wien gezogen und seinen ersten Ort, an den er sich erinnern kann, ist London. Aber eingeschult wurde er in Solingen in Deutschland. Also schon da ist ihm die Internationalität mitgegeben worden. Und es war eine Familie mit 3 Kindern insgesamt. Und von daher hat er sich schon immer gewünscht, Luxus zu erleben, aber zu Preisen, die man auch bezahlen kann. Das ist so sein Konzept. Also wir machen etwas Luxuriöses, aber so ein bisschen demokratisierter Luxus, ne? Dass es alle irgendwie machen können. Und da hat er kreative Ideen. Er ist einer, der ein Konzept entwickelt hat, dieses Lean Luxury Konzept. Mhm. Und vervielfältigt das dann an vielen Stellen. Er hat erst in Deutschland Hotels eröffnet, ist jetzt in London unterwegs und in mehreren europäischen Ländern. Hat jetzt den Sprung nach Asien mit einem Joint Venture geschafft. Demnächst werden in China mehrere Hotels eröffnet. Und will nach New York gehen. Sein neuestes Projekt ist, dass er die Hotels aufs Meer bringt, wird also eine Luxusjacht dann starten, die im Mittelmeer umhergondelt. Und also auch ein ganz, ganz kreativer Kopf. Und er will zu den Top-3-Playern gehören, des Lean Luxury, des Luxus im Hospitality-Bereich weltweit. Und das ist natürlich auch ein ambitioniertes Ziel. Er hat es schon weit gebracht, aber er hat noch größere Ziele. In Zürich hat er übrigens am Bahnhof, direkt am Hauptbahnhof ein Haus. In Ruby wurde, glaube ich, vor ungefähr 2 Jahren eröffnet. Ein tolles Haus übrigens auch, typisch Ruby. In Wien dasselbe, Ruby Mimi, die haben ja alle so komische Namen. Genau. Nein, ist sicher eine Persönlichkeit, die man beachten muss. Zurück zum Hotelkongress. Der ist ja, glaube ich, vor ungefähr 30 Jahren entstanden, ist das richtig? Und initiiert wurde er von der AHGZ, also von der Allgemeinen Hotellerie-Gastronomie-Zeitung. Was heißt das ausgeschrieben? Und wie war das damals? Wie hat das angefangen? Also damals war ich ehrlich gesagt noch nicht dabei. Und der Kongress ist noch keine 30 Jahre alt.
Der Hotelier des Jahres wurde erstmals 1990 vergeben, der ist also mehr als 30 Jahre alt. Hotelkongress kam dann später hinzu, hat sich aber jetzt zu einer ordentlichen Kombinationsveranstaltung eben entwickelt. Und wir setzen eben tagsüber auf ein Programm für die Fachleute, die hier sind, für die Hoteliers, für die Hotelmanager, haben dazu eine schöne Ausstellung mit Zulieferern, sodass es dann eben diese drei Komponenten Expo, Hotelier des Jahres und Hotelkongress, dass sich das ergänzt. Und das ist erfolgreich, das Konzept? Ja, also es ist so erfolgreich, dass wir es weiter betreiben und es lief in diesem Jahr jetzt ganz besonders gut. Wir hatten ja natürlich auch ein schwieriges Corona-Jahr, da hatten wir mal eine Preisverleihung in Berlin vor 2 Jahren mit nur 300 Teilnehmern aus Abstandsgründen. Da mussten wir Tische aufstellen, mussten alle mit Abstand sitzen. Jetzt haben wir wieder sehr, sehr gute Zahlen und es läuft also echt erfolgreich. Ja. Im Gegensatz zur Schweiz, wo ja was, ja, gibt es was Vergleichbares, der Hospitality Summit von Hotellerie Suisse, der wird wie gesagt durchgeführt vom Verband, vom Branchenverband Hotellerie Suisse. Hier spielen die Verbände, beispielsweise die Tehoga aus Deutschland, eigentlich keine Rolle. Ist das richtig? Genau, also das ist der Unterschied, der mir auch aufgefallen ist. Ich durfte ja auch auf Ihren Veranstaltungen sein, die mir auch sehr gut gefallen haben und finde, das ist auch ein gutes Konzept. Bei uns ist es aber traditionell anders, ja. Es ist privatwirtschaftlich. Ja, genau, genau. Also die Verbände spielen überhaupt keine Rolle hier. Es geht vom Verlag aus und die Verbände unterstützen es natürlich nach ihren Möglichkeiten. Wir hatten nun gestern die Situation, da gab es sogenannte Frühlingsfeste. Das sind so politische Kundgebungen der Verbände des DEHOGA in Baden-Württemberg und des DEHOGA in Bayern. Da kamen jeweils etwa 3000 Menschen zusammen und haben dann für 7% Mehrwertsteuer in der Gastronomie sich eingesetzt. Der Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat dann gesprochen in München, politische Prominenz und so. Das waren also gestern Konkurrenzveranstaltungen sozusagen. Aber man sieht, die Klientel sind doch unterschiedlich und wir waren sehr gut besucht. Normalerweise wären schon mehr DEHOGA-Leute hier dabei gewesen. Dieser DFV-Verlag heißt er, glaube ich, ganz genau. Verdient er Geld damit? Ja, also DFV Mediengruppe ist ja die Muttergesellschaft, sitzt in Frankfurt, ist einer der größten Fachverlage in privater Hand und hat etwa 100 Titel unter seinem Dach. Ein Zweig ist die Hotellerie und Gastronomie und das ist sicherlich eine der wichtigen Highlight-Veranstaltungen, die auch positive. Also verdienen wir auch Geld damit, ja. Also man verdient mit dem Anlass selbst Geld. Ja, genau. Im Gegensatz zu anderen Anlässen, die defizitär sind oder irgendwie gesponsert oder subventioniert werden. Also wenn wir es nur sponsern würden, dann könnten wir das nicht lange durchhalten. Da muss schon auch was werden. Im nächsten Jahr wieder in Rust, der Deutsche Hotelkongress. Das haben wir ehrlich gesagt noch nicht kommuniziert, können wir nicht sagen. Uns gefällt es hier sehr gut. Wir danken sehr, sehr herzlich der Familie Mack, die hier wirklich eine einzigartige Location geschaffen hat und die auch alle Flexibilitäten, die nur irgendwie denkbar sind, zulässt. Und da sind wir sehr glücklich hier. Aber die Entscheidung haben wir noch nicht kommuniziert. Herzlichen Dank, Rolf Westermann. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast für einige Minuten dieses Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's hier aus dem Deutschen Hotelkongress in Rust. Wir sehen uns bei Gelegenheit. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.